Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuseher, liebe Zuseherinnen, ich darf euch zu meiner heutigen Sprechstunde recht herzlich begrüßen. Ich sage Dankeschön jene, die mir live zuhören, und alle anderen, die was jetzt noch keine Zeit gefunden haben, können sich natürlich dann wieder spätestens in einer Woche bei mir auf meiner Facebook-Seite diesen ganzen Chatverlauf heute oder diesen ganzen Sprechstundenverlauf natürlich anschauen. Ich habe entschieden, bei Beginn dieser Krise diese Live-Sprechstunden abzuhalten, und umso mehr freut es mich, dass ich doch eine positive Resonanz immer wieder höre, ob ich unterwegs bin, jetzt da wieder in diversesten Gasthäuser oder Wirtshäuser, oder ob ich auch auf der Straße angesprochen werde. Also es gibt doch eine sehr positive Resonanz dazu, aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass schon langsam wieder der Alltag in unser Leben Eingang findet und wir auch wieder nach den Lockerungen der Bundesregierung wieder zum halbwegs normalen Alltag übergehen können. Aber zu dem komme ich dann noch später. Ich habe einige Themen, die mir ganz besonders wichtig sind und auch wichtig für unser Simmeringerinnen und Simmeringer. Zum Beispiel gibt es auch heuer, trotz dieser Corona-Krise, gibt es dank der Stadt Wien wieder Summer City Camps. Und zwar gibt es diesmal nicht nur einen Standort, sondern wir haben in Simmering dieses Mal drei Standorte mit verschiedenen Möglichkeiten für unsere Kinder. Und zwar ein Standort ist die im 11. Bezirk ist die NMS am Engplatz. Da ist ein Summer City Camp für Jugendliche, und zwar ist der Fach Englisch für Schulklassen, erste und zweite Kurslevel, ist der Aufbau-Level. Dieses Programm hat eine gezielte Lernunterstützung in Deutsch, Mathematik und Englisch als Schwerpunkt. Die zweiwöchigen Lernkurse finden vormittags statt und richten sich an alle Jugendlichen in der Mittelschule, AHS-Unterstufe und den polytechnischen Lehrgang. Und das findet statt am Engplatz 4, 11, 10 Wien. Weitere Möglichkeiten gibt es in Simmering, und zwar Summer City Camps für Kinder mit Schwimmen im 11. Bezirk in der VHS Herderplatz. Der Schwimmkurs richtet sich an Kinder, die Anfänger oder Nichtschwimmer sind. Ziel ist es, ihnen etwaige Ängste oder Scheue von dem Element Wasser zu nehmen und ihnen die Grundlagen, Fertigkeiten und Fortbewegung im tiefen Wasser zu vermitteln. Bitte beachten Sie, diese Angebote ist nur in zweiwöchigen Kurse buchbar. Kosten ohne Berücksichtigung Euro 100, zwei Wochen ab 50 Euro. Und zwar ist es die Adresse Herderplatz 1, 11, 10 Wien. Die Schwimmkurse werden durch den ASKÖ Wien durchgeführt. Der Schwimmkurs findet von 9 bis 11.30 Uhr statt. Danach werden die Kinder wieder zum Summer City Camp Standort gebracht, wo es ein gesundes Mittagessen gibt. Der dritte Standort Summer City Camps im 11. Bezirk für Kinder ist die Dr. Bruno Kreisky Schule. Kinder von 6 bis 12 Jahre erwartet in der Summer City Camps jede Menge Spiel, Spaß und Abenteuer. Bewegung ist auch 2020 wieder ein großer Schwerpunkt, aber auch Ausflüge in Natur, Kulturerlebnisse und Workshops zu Kreativität, Naturwissenschaft, Technik und viel mehr werden angeboten. Kosten ohne Berücksichtigung Euro 50. Sportbetreuung durch den ASKÖ und Watt. Stattfinden wird das Ganze in der Swetelske Straße 4 bis 6 in 11 Zimin. Also da muss man wirklich ein großes Danke sagen an der Stadt Wien, die was die Möglichkeiten nutzen, dass unsere Kinder auch in dieser schweren Zeit ein Rahmenprogramm bieten, wenn unsere Eltern oder wenn die Eltern beruflich unterwegs sind und natürlich nicht wie fortfahren können. Das ist gar nicht so einfach heuer. Mit dieser Urlaubheit, darum ist das, glaube ich, ganz, ganz eine tolle Geschichte von der Stadt Wien, dass die Summer City Camps trotzdem durchgeführt werden, und noch dazu, dass wir dieses Jahr drei Standorte in Simmering haben. Dazu ein großes Dankeschön an die Stadt. Ein ganz tolles Projekt, was ich schon einmal erwähnt habe, ist für mich der Lernclub des ersten Sportclubs Simmerings. Da kann ich dazu sagen, und da will ich auch von Ihrer Homepage kurz zitieren, sei dabei bei unserem Lernclub auf der Simmeringer Hart.
Du bist zwischen 8 und 15 Jahre jung und möchtest mit Unterstützung durch Lehrerinnen deine Hausaufgaben erledigen oder Schulstoff wiederholen. Dann melde dich ganz einfach bei uns. Die Telefonnummer ist 0664 395 6196. Die Termine bis Ende Juni, je eine Unterrichtseinheit um 14.30 Uhr sowie um 15.30 Uhr. Und zwar die Termine sind auch zum Finden auf der Facebook-Seite des ersten SC Sportclub, Simmeringer Sportclubs. Die Termine, ganz kurz von mir, Mittwoch, 3. Juni, der war heute, Donnerstag, 4. Juni, Dienstag, 9. Juni, Mittwoch, 10. Juni, Dienstag, 16. Juni, Donnerstag, 18. Juni, Dienstag, 25. Juni. Also ich finde das eine ganz tolle Geschichte und sehr viele von euch wissen ja schon, dass mir Sport eine sehr wichtige Angelegenheit ist und gerade der Simmeringer Sportclub macht da wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Die verbinden eben nicht nur Sport und was ist ganz wichtig in Sport mir immer gewesen und man lernt dort noch sehr viel für die Zukunft, für das Leben, gemeinsam verlieren, gemeinsam gewinnen und das ist ganz, ganz wichtig auch für das nächste, für das ganze Leben in Wirklichkeit. Und was ist ganz toll an diesem Sportclub, wenn ich das so sagen darf, nicht nur, dass sie jetzt da für die Kinder Unterstützung beim Lernen anbieten, sondern sie haben auch ein Fußballcamp wieder 2020. Auch das ist zum Finden auf der Facebook-Seite des ersten Simmeringer Sportclubs und da kann ich auch noch ganz kurz zitieren daraus. Auch in diesem Jahr bieten wir im Juli unsere Sommercamps für alle fußballbegeisterte Kinder an. Eine komplette Woche lang von Montag bis Freitag. Zwei Trainingseinheiten pro Tag inklusive Mittagessen und Jause. Camp Ball, Camp T-Shirt inklusive. Termine von 6. bis 10. Juli, von 13. bis 17. Juli, von 20. bis 24. Juli, von 27. bis 31. Juli. Die Preise finden Sie auf der Homepage. Anmelden kann man sich beim Jugendleiter. Telefonnummer durchgeben und zwar ist das 0664 395 6196. Ebenfalls zum Finden ist es unter der Webseite www.simmeringer-sc.at/summercamp-und-sommerschule. Aber im August werden ebenfalls für euch da sein. Genaue Info dazu findet ihr unter der Sommerschule. Die Fußball und Schule verbinden soll. Und ich glaube, das ist wirklich erwähnenswert, dass Simmering so ein tolles Fußballverein hat und dass der erste Sportclub Simmering so eine tolle Arbeit für die Kinder hier im Bezirk macht. Ebenfalls, letztes Mal habe ich schon erwähnen dürfen, eine tolle Initiative, die was sich in der Corona-Zeit aus dem Leben gerufen wurde, und zwar unter tollen Unterstützung von der Volkshilfe Simmering und der EG Simmering. Und da gibt es ein Projekt, wo ich nur eigentlich in Hut ziehen kann davon. Denn wie ich schon berichtet habe, hat man sich entschieden, von dieser Better Together Leute zum Helfen, nicht nur, dass man mit einem einkaufen geht und dringende Wege erledigt, sondern auch eine wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Man hat nämlich eins gemacht, man hat nämlich in Stoffen Masken in Simmering gekauft. In Simmering bei einem wirklichen Unternehmen, das was glaube ich fast in jedem Simmering-Kauf kennt, nämlich in Knopfkönig. Diesen Stoff hat man dann zur Verfügung gestellt. Oder man hat jemanden gesucht, der was ebenfalls unterstützt und Masken nähen kann. Man hat dazu gewinnen können, zwei Bewohner Heidehof, wo man ganz einfach Danke dazu sagen muss, dass der Heidehof das unterstützt hat und dass zwei Damen dort, die Frau Jay und die Frau Nasu, sowie aber auch der Herr Bezirksrat Erich Botzmann, Masken genäht haben. Und diese Masken konnte dann die Volkshilfevertretung, die EG-Vertretung, aber anders zum Erwähnen, die Vertreterinnen und Vertreter von Better Together, den Maturantinnen und Maturanten übergeben von der Gehringer Gasse und von der Goltscher Gasse. Es waren ungefähr 200 Masken, was zur Verfügung gestellt werden konnten. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, was man oft genug nicht erwähnen kann. Dazu muss man Danke sagen und wie schon gesagt, da kann man den Hut davor ziehen,
bei allen diesen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns da sehr viel Freizeit investiert haben. Und danke noch einmal an die Frau Gnoas und an die Frau Tsche und den Erich Botzmann, die uns diese Masken für die Maturantinnen und Maturanten genäht haben. Ja, was ist in der letzten Zeit ein wichtiges Thema gewesen oder immer wieder sind wir angeschrieben worden oder bin ich angeschrieben worden, und zwar Regionales. Regionalität, nicht nur was ein bisschen auch was mit meiner Herkunft oder mit meinem Beruf zu tun hat, Regionales aus Simmering. Wir haben jetzt auch letzte Woche wieder unser Posting erweitert, wo gibt es Gemüse aus Simmering zu kaufen oder Obst oder auch Blumen zu kaufen. Wir haben dieses Posting immer wieder jetzt am Laufen gehalten und wir schauen, dass wir das auch regelmäßig erweitern. Bitte all jene, die was auch ebenfalls da draufstehen wollen, können Sie natürlich gerne bei mir per Mail oder per WhatsApp oder auch über Facebook melden. Wir erweitern gerne jederzeit diese Liste. Denn ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit hat man gesehen, wie gut das ist, dass man sehr viel vor der Haustür hat, dass man sehr viele Regionalitäten, sei es von Obst, Gemüse oder auch natürlich vielleicht noch ganz was anderes, was wir bis jetzt nicht auf der Liste haben, aber in Simmering zum Beziehen ist, was vielleicht viele gar nicht wissen. Darum bitte, der was ebenfalls auf dieser Liste dabei sein wird, meldet euch bei mir. Wir werden diese Liste erweitern und stellen sie natürlich auch jedem zur Verfügung. Weil es zu diesem Thema passt, darf ich noch ganz kurz berichten, weil das doch ein Simmeringer Unternehmen auch betroffen hat. Und zwar, sehr viele wissen ja, dass die Landwirtschaft immer schaut, dass sie sich weiterentwickelt. Und wir haben ein Unternehmen in Simmering, und zwar nennt sich die BioHelp. Die BioHelp produziert nicht nur Nützlinge, sondern hat sich auch spezialisiert auf Alternativen zu Pflanzenschutzmitteln. Und das ist ein ganz wichtiges Unternehmen auch für unsere Gärtnerinnen und Gärtner im Bezirk. Aber natürlich auch kann man über die BioHelp kleine Menge auch für den Hausgebrauch kaufen. Darum war es für mich umso, ja, ich will nicht sagen missverständlich, aber für mich war es eigentlich nicht zum Verstehen, dass die Subventionsanträge, die was eigentlich im Gemeinderat seit Jahren schon gestellt worden sind, weil so ein Unternehmen zum Führen ist ja gar nicht so einfach, die was mit Nützlingen sich beschäftigt in Wien. Und wir sind ja stolz, dass wir das in Simmering haben. Es gibt einen Naturlehrpfad. Also wirklich einmal zum Ausschauen für alle. War für mich wirklich leider nicht nachzuvollziehen, wieso das gerade die, soll ich sagen, die gesagte landwirtschaftliche Partei, die ÖVP, den nicht zugestimmt hat, diesen Ansuchen. Muss man sich halt ausschauen, vielleicht will man halt keine Nützlingszucht mehr in Simmering haben. Mir tut es leid, weil es ein Simmeringer Unternehmen ist. Für mich halt nicht nachvollziehbar. Aber bitte, so ist es halt momentan jetzt da anscheinend in der Wahlkampfphase, dass man gewisse Sachen halt nicht mehr zustimmen will. Denn für mich, wie gesagt, ist gerade eine Alternative oder alternative Mittel zu einer Landwirtschaft ganz, ganz wichtig und auch für den Berufsstand, für die Gärtner, Floristen, sind eine Nützlingszucht, eine heimische Nützlingszucht, ganz was Besonderes. Was gibt es noch Neues zum Erzählen? Am Mittwoch wird eine Bezirksvertretungssitzung stattfinden, nicht in gewohnter Weise in den Räumlichkeiten der Bezirksverstehung, sondern dieses Mal wird die Bezirksvertretungssitzung aus Sicherheitsgründen in der SimCity stattfinden. Dort kann man von der Größe her alle Sicherheitsmaßnahmen erfüllen, die was vorgegeben werden, und auch eine komplette Möglichkeit, dass alle Mandatarinnen und Mandatare des Bezirkes anwesend sein können. Es wird ein Livestream übertragen gehen, was nicht möglich ist nach meinen letzten Informationen, und da haben wir uns ja unter den Clubs geeinigt in der letzten Besprechung, dass dieses Mal keine Zuschauer zugelassen werden, eben dass man die Sicherheitsvorkehrungen einhalten kann, aber jeder kann am Mittwoch die Sitzung, die was um 17 Uhr beginnt, beim Livestream live miterleben. Natürlich eine ganz spannende Geschichte wird dort in dieser Sitzung sein, die Erweiterung des Parkpickers. Schon bei der letzten Sitzung angekündigt, hat es ja vor mehr als einem Jahr circa von meiner Fraktion
einen Antrag gegeben, weil uns die Bürger angetreten sind, dass mit der Einführung der ersten Variante im Bezirk in ein Drei-Zonen-Modell eigentlich nicht zufrieden waren, schon am Tag der Einführung. Wir haben damals den Antrag eingebracht, dass wir eine Evaluierung des Parkpickers wollen, und da ist uns der Endbericht vor kurzem präsentiert worden, so wie ich es schon in der letzten Live-Sprechstunde gesagt habe. Dieser Bericht hat in Wirklichkeit das herausgegeben, was eigentlich Stand der Dinge war. Denn wir wissen, oder diejenigen wissen, die was wohnen, am Leberberg, Dürndlhof, Hoferweg, dass da die Parkplätze schon weit vorhanden waren bei der Einführung des Parkpickers. Dass in der Zone nach A ebenfalls auf der Schnittgrenze schon Probleme gegeben hat, war auch nicht von der Hand zu weisen. Das hätte man eigentlich wissen müssen bei der Einführung des Parkpickers. Aber nichtsdestotrotz ist es dann so gekommen, dass es eine Zonenlösung gegeben hat, was auch damals nach der Abstimmung die Bevölkerung so wollte. Ob das die richtige Entscheidung war, man hätte natürlich anders auch abstimmen können, aber das bringt nichts, über Altes nachzudenken. Jetzt ist die Situation so, dass man probiert, einen gemeinsamen Antrag für die Ausweitung des Parkpickers zu schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass das noch möglich ist. Wir werden abwarten, was alle Clubs noch besprechen werden. Für mich gibt es ganz einfach, einfach eine Lösung, oder mit dem, was eigentlich schon immer die letzten Wochen, Monate und schon mehr als ein Jahr sage, für mich ist eine Einführung des Parkpickers in ganz Simmering, wo es möglich ist, wo es laut Verordnung möglich ist. Wenn es Gebiete gibt, die was durch Verordnung nicht möglich sind, eine Parkpicker-Einführung, kann ich auch nichts machen. Das ist halt Gesetz so. Dass in diesem Parkpicker gerade Industriezone rausgenommen wird, oder in dieser Evaluierung rausgenommen wird oder rausgestrichen werden, was nicht eingeführt wird, sondern kann ich nicht nachvollziehen. Denn der Verdrängungswettbewerb, so wie ich jetzt mal eigentlich gesehen habe, oder lernen hätte wieder sollen, aus dieser Drei-Zonen-Variante, wird sie nicht auffallen lassen. Wir sehen ja jetzt schon genau auf Schnittstellen, zum Beispiel Hörtengassen, Kimmelgassen, da wird schon ins Gärtnergebiet hineingepackt, was eigentlich nicht der Sinn der Sache sein sollte, obwohl das dort noch gar kein Parkpickerl ist. Oder wir sehen zum Beispiel, dass es, wo es eine gute öffentliche Anbindung gibt, zum Beispiel bei den Wiener Linien oben, wo der Bahnhof ist, oder wo eine Schnellbahnstation in der Nähe ist. Auch dort, zum Beispiel am Kanal hinten, war alles verparkt. Und ganz wichtig wird sein, dass wir uns nicht nur von diesem Evaluierungsbericht lenken lassen, sondern was wollen die Simmeringer und Simmeringer haben? Wollen wir wirklich haben, dass auf der ersten Heide-Querstraße kein Parkpicker eingeführt werden? Wollen wir wirklich haben, dass vielleicht auf manchen Stellen kein Parkpicker eingeführt werden? Ich bin der Meinung, wenn das Gesetz sagt, das ist nicht möglich, dann ist es nicht möglich. Aber ich bin dafür, dass man es in Simmering überall dort einführt, weil das hätte man eigentlich lernen sollen, wo es möglich ist. Und ich bin zuversichtlich, dass die Clubs noch eine Einigung finden werden, denn wir haben ja aus letzter Zeit gesehen, dass eine Dreizonenlösung in Simmering genau nichts gebracht hat. Ja, wie gesagt, es wird eine spannende Sitzung nächste Woche. Am Mittwoch kann sich jeder live ansehen, und ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung für die Simmeringerinnen und Simmeringer schaffen werden. So, jetzt schaue ich ganz kurz im Live-Chat, ob es eine Frage gibt. So. Da habe ich vor einem Marcel eine Anfrage. Marcel G. Hallo Thomas Steiner, ich hätte eine Frage an Sie. Wie finden Sie es, dass Sie, dass Uli Siemer eine Straßenbahn geplant hat und fährt von Engplatz, Grillgasse bis Rannersdorf zur Europaschule über Schwächert? Also, grundsätzlich finde ich es natürlich toll, wenn es so eine Straßenbahnlinie geben wird. Wir haben ja schon einige Anträge auch eingebracht, schon bevor wir gewusst haben, was die Evaluierung rausbringt. Wir werden Lösungen brauchen, die
teilweise für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Betriebe. Wir werden Lösungen brauchen für Parkplätze, für Lehrerinnen und Lehrer, für Pädagoginnen und Pädagogen, für alle Mitarbeiterinnen in diversesten Firmen oder auch Kindergärten, Polizei. Also es gibt doch sehr viele, die was von auswärtig kommen und in Wien arbeiten oder in Simmering arbeiten. Und wenn wir in Simmerings Parkpicker live führen, werden wir natürlich auch diese Lösungen irgendwie finden müssen, wie kommen sie zu einem Arbeitsplatz oder wo schafft man Parkmöglichkeiten finden. Wir haben ja schon einen Antrag gehabt, dass eine Park-and-Ride-Anlage auf der Stadtgrenze errichtet werden soll. Da hat man leider keine Einigung erzielt bis jetzt, aber vielleicht mit Einführung des Parkpickers wird dort dann auch mehr Druck gemacht werden können und man wird es doch einführen wollen. Aber natürlich ist das eine erste Lösung. Mir war halt recht, wenn das Land Niederösterreich mittun würde und dass man natürlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Weg schaffen würden, zu ihrem Arbeitsplatz vielleicht leichter, dass wir sowas hineinführen. Also ich bin dafür, wenn es diese Lösung gibt, wenn man eine Lösung findet von der Frau Stadträtin mit dem Land Niederösterreich, dass wir natürlich das befürworten werden. Denn ich finde es ganz gut, dass man eben die Autos aus Wien draußen, die was nicht unbedingt darin parken müssen, und finde das eine ganz, ganz tolle Lösung. So, gibt es noch eine Frage? Sehr geehrter Herr Steinhardt. Ja, das bezieht sich wieder aufs Parkpicker, sehr geehrter Herr Steinhardt. Sind Sie für die Einführung des Parkpickers? Ja, habe ich schon gesagt. Bin natürlich für die Einführung des Parkpickers. Soll es eine einheitliche Lösung in Simmering geben? Ich bin einmal auf jeden Fall, dass es eine zeitliche einheitliche Lösung nicht nur in Simmering gibt, weil das kennt sich sonst keiner aus. Aber ich bin natürlich einmal, wie gesagt, schon dafür, dass wir es flächendeckend in Simmering einführen, aber nur dort, wo es natürlich möglich ist. Ja, ich kann mich nicht gegen Gesetze stellen, ich kann mich nicht gegen die Straßenverkehrsordnung stellen, aber ich bin dafür, dass man es überall einführt, wo es möglich ist in Simmering. Und alles andere müssen wir die Behörden eben anschauen. Und da kann eben die Politik nicht keinen Wunsch sagen, das ist unser Wille in Simmering, aber wir können sie natürlich nicht gegen Gesetze stellen. Wenn das Gesetz oder der StVO so sagt, wir können es nicht einführen, dann wird man es auch nicht einführen können. So, jetzt habe ich keine weitere Frage mehr. Ich kann euch ganz kurz noch zu meinen Live-Sprechstunden was sagen. Ich bin einmal dankbar, dass das überhaupt angenommen wurde. Ich weiß, dass das jetzt da vielleicht nicht die optimalste Zeit ist, weil viel mehr schon wieder arbeiten gehen und nicht mehr zu Hause sind. Sehr viele schauen sich dann diese Live-Sprechstunde eben auf der Facebook-Seite an. Ich kriege dann auch einige Kommentare dazu. Da habe ich mich auch entschlossen, jetzt wieder meine Sprechstunden in Amtshaus durchzuführen, ab dem 17. Juni. Aber bitte, es geht zurzeit nur noch Voranmeldung. Wir müssen leider jeden, der was das Amtshaus betritt, momentan vormelden. Und darum bitte, jemand, der was in meine Sprechstunde ins Amtshaus kommen muss, schreibt es mir eine Mail, ruft es mir an und dann kann ich den Namen bei euch bekannt geben und dann dürft ihr ins Amtshaus. Ich hoffe, das wird sich über kurz oder lang wieder ändern. Aber ich habe mir deswegen bereit erklärt, dass ich weiter Live-Talks abhalten werde. Nur ich werde es jetzt dann immer alle zwei Wochen machen, weil ich jetzt eigentlich zur selben Zeit fast Sprechstunde im Amtshaus habe, wo ich anwesend sein werde. Aber ich werde natürlich zeitgerecht immer ankündigen, wenn es Live-Talks geben wird. Ich werde es so weitermachen, weil es, glaube ich, auch ein Medium ist, das was immer mehr verbreitet wird. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, um mal kurzfristige Neuigkeiten aus dem Bezirk zu bringen oder Fragen zu beantworten, die was ganz, ganz wichtig sind und mir immer wieder gestellt werden. Ich sage Dankeschön für das Zuhören. Ich sage Dankeschön, dass ihr mir immer wieder Fragen stellt, natürlich auch dann nachher, wenn es euch ausschaut. Wünsche allen alles Liebe, alles Gute. Bleibt mal gesund alle und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder irgendwo auf der Straße in Simmering, irgendwo
bei den Wirten vielleicht, wo wir jetzt da wieder zum Treffen sind, oder wir sehen uns irgendwo bei einer Diskussionsabend, und ich hoffe, dass die Zeiten ja bald wieder so kommen werden, dass wir alle miteinander gemütlich umgehen und dass wir miteinander zusammen sind. Zum Schluss möchte ich nur sagen, wo ich ganz, ganz Danke sagen möchte, dass das so unkompliziert jetzt da mit den nassen Füßen geklappt hat. Ich habe gesagt, dass ich mein Monatsgehalt, ein Netto-Monatsgehalt spende, und die nassen Füße, das Geld sollte schon im Weg sein. Die Überweisung wurde von meiner Seite durchgeführt. Ich hoffe, dass er bald ankommen wird. Das Offizielle werden wir machen, wenn es ein bisschen, wenn es einfacher möglich ist. Ich habe mit dem Obmann schon telefoniert. Das, wie gesagt, das Geld ist überwiesen, und wir werden das dann wieder bei nächster Gelegenheit einmal machen und werden ein Foto machen, dass alle sich überzeugen können, dass das durchgeführt wird. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute, einen schönen Abend noch, und danke fürs Zuhören, und zusammen sind wir siebenrecht.